So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir im letzten Part gemacht haben. Es sind 2 Tage her und mein Gedächtnis ist, naja, in der Nacht hängen geblieben. Keine Ahnung, wo wir waren. Ach stimmt, ja, wir haben Solomon gekillt. Haha, da war ja was. Ich hab's eigentlich ein bisschen vergessen. Kommt schon wieder mit. Kommt schon wieder hinterher. Muss erstmal reinkommen wieder und dann haben wir's. Wollte gestern irgendwie nicht weitermachen, weil gestern hatte ich eine Menge Krams zum Gucken. Game of Thrones, 3. Folge kam raus, wollte ich mir angucken. Markus hat endlich angefangen mit seinem LP zu Tales of Berseria. Ach, die Forschung bewegt sich nicht. Wieder hier? Ja, ist mir aufgefallen. Interessant ist, die Folge schon sich nicht bewegt. Ja gut, toll. Hey, habe ich den ersten Fail festgestellt in diesem Part. Nice! Naja, ist nicht so tragisch. Oh, warte mal, vielleicht kriege ich ja das eine... Na gut, es ist gut hier eine Duellplattform, ne? Da sind 2, Duellsachen. Alles klar, den haben wir jetzt auch geholt. Also da kann ich 2 Leute zum Duell herausfahren, wenn ich will. Ist so ein gutes Plätzchen dafür. Aber kein Interesse. Wir haben genug Finstergeister besiegt. Haben wir auch gegen irgendwelche Deppen gekämpft. Ja, das Trio voraus habe ich auch schon besiegt. Insofern schleichen wir einfach hier an der Seite vorbei. Die Kuttenmenschen hängen immer noch da oben rum. Wobei, stimmt ja, ich kann hier von der Seite angreifen, ne? Da muss ich gar nicht wieder in den scheiß Riesen vorbeigehen. Die Typen, die da waren, kann ich auch eiskalt ignorieren. Sehen mich eh nicht, weil sie so dumm dazu sind. Dann gehen wir nämlich hier hoch. Oh, reingelaufen, sehr schön. Warum darf ich da nicht wieder reingehen? Ich wollte den Aufzug runterholen, falls ich... Sag mal. Wie altrisgetreuer ist eingefallen? Ist wie Nazi? Haben wir schon wieder die Scheiße vor uns, oder was? Ja, den kommt da angeschissen. Da kann doch richtig angeschissen, der Sack. Lol, der mit seinen Zauberhütchen, ne? Sehr fein. Aber er ist so fern, lässt mich die Typen besiegen. Etwas, ne? Ich hasse diese Mische, ey. Jetzt haben wir 2 Aldrisgetreue. Ja, wink mir zu, was jetzt? Mich gibt's auch noch, du Arschloch. Guck mal, ich hab einen großen Hackebeil, werde ich damit den Arsch aufreißen. Interessante Reichweite hast du damit. Die habe ich momentan gar nicht eingeschätzt. Na, 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 nicht so einfach. Da kommt Nummer 2. Wow, 2 Finstergeister. Ist ja witzig. Habe ich aber einmal einen ganz schweren Schlag abgegeben, wa? Komm, Kumpel, irgendwie bin ich hier überlegen. Haben wir ihn. Das war der erste.
Next. Ja, guten Tag. Komm her. Ich habe keinen Bock auf euch. LK, ey. Wer bist du denn? Leonidas GK oder was? Oh nein, ich hab Schiss vor dem Angriff. Lol. Hab ich gar nicht mal getroffen, ey. Mir ist egal, wenn ich was trinke. Er hat ewige Reichweiten. Wovon kriege ich hier Schaden, wenn ich mal so fragen darf? Interesting. Oh nein, er hat mich von slapped. Oh, ich dachte, erstmal macht er gar keinen Schaden damit, aber dann hat er mir. Naja, die. Wirklich. 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 Und ich wollte nur durch die Nebelwand gehen und den Aufzug aktivieren. Und dann so eine Scheiße. Zwei Finstergeister auf einmal. Der eine ist ein Witz, der andere ist ein Arschloch. Dankeschön. Darf ich jetzt vielleicht Fortschritt im Spiel bekommen? Das, was ich so vorhatte. Weitermachen. Warum bin ich eigentlich gerade so sauer auf dieses Spiel mal wieder? Weil mir die Finstergeister auf den Sack gehen, nicht wahr? Genau. Oder waren die das hier? Ah, keine Ahnung. Irgendwie bietet man die Hilfe an. Zu dritt. Also gehen dann die Finstergeister da echt auf den Sack. Naja, der eine war wenigstens fair, der andere ist einfach nur ein Penner gewesen. Und schauen, ob der immer noch da ist, ob der kleine andere gekillt hat. Wenn nicht, muss ich mir den ganzen Scheiß aufräumen. Aufräumen wir auch mal wieder. Ja klar, doch. So, aufpassen. Die Gäste jetzt hier nicht beeindrucken. Tö. Also so schnell habe ich ihn nicht erwartet. Steht dann wieder auf. Ich meine, ich könnte versuchen, einfach vorbeizulaufen. Ich weiß gar nicht, ich merke den Finstergeist wirklich, wo ich gerade bin. Oder sucht er mich an Ewigkeit im Sinne von, oh, hab ihn gerade aus den Augen verloren. Ich meine, ich tue die ganzen Schläge von dem scheiß Typen extra einstecken, weil ich es eh wegheilen kann. Scheinbar aber gibt es den Finstergeist nicht mehr. Das müssen wir auch so gehen, einfach weiter. Hab keinen Bock auf diese Typen. Was ich eigentlich machen wollte, ist hier runtergehen. Denn da unten haben wir noch dieses eine große Drecksvieh. Lol, ist einer. Wie ist denn der Güte gestorben? Ist hier runtergesprungen? Oder er wollte von dem Vieh abhauen und ist dann direkt vor dem am Ende der Leiter gestorben. Aber um den da will ich nichts mehr kümmern, das Hündchen. Der hat ein bisschen was von Grima. Von Grima. Mit seinen drei Augen. Aber nur die ähneln ihm als den Feldwecken. Ansonsten sieht er dem Feldwagen überhaupt nicht ähnlich. Und gar nicht von der Größe her. Die Fire Emblem gespielt haben, kennen Grima. One away? Nein. Wir laufen nicht weg. Da hinten hängt ein Typ rum. Kann ich die einzeln besiegen? Interessante Attacken hast du hier drauf. Ah, ich muss jetzt an der Tippmuskel wieder klarkommen hier.
Wenn du mal so eine Elektro-Tacke machen könntest, mein Freund, dann haben wir dich. Ah, der ist so komisch. Ups. Okay, ich glaube, der wird eh unique sein. Dass wir einen haben, dann haben wir einen halt. Was denn, mache ich da? Nice Attacke, mein Freund. Mal eingeholt. Boah, ist da anstrengend zu besiegen, ey. Vor allem, weil er immer so ganz komisch angreift. Ganz unbesichtlich. Auf einmal werde ich von seinen komischen, scheiß raushängenden Rippen getroffen. Menschlicher Abschaum. Ja. Danke! Das ist das, was ich über die ganzen Finstergeister so denke. Scheint er gerade wirklich drauf, menschlicher Abschaum. Ja, menschlicher Abschaum. Beweis der Pflichterfüllung von Aldris Getreuen. Aldris Getreuen? Das sind doch alles Aldris Finstergeister. Kann ich mir quasi Dinge einfach so damit auch herziehen? Ja, toll, wir sind dick, muss ich sagen, um das haben zu können. Ich glaube, wenn ich zu dem da hin will, muss ich da an dem vorbei, ne? Da komme ich, glaube ich, nicht drum herum. Ich kann es probieren. Haben wir zwei Estos, ich bin mir nicht sicher. Wenn es gut läuft, kriegen wir ihn hin. Wenn nicht, naja, dann eben nicht, ne? Ah nein, ich hab mich gemerkt. Na dann komm. Alter, was ist uns? Er ist einfach undurchsichtig. Es ist ziemlich schwer herauszufinden, was er da macht, ey. Was ein Topfer, das denn? Ah, das war sein Mump-Attack, okay. Also ich von irgendwas getroffen, wo ich nicht weiß, was es war. Keine Ahnung. Der Boss ist sehr seltsam. Ja, der Mini-Boss da. Ich glaube, an der Brücke habe ich ihn auch nicht wirklich verstanden. Es war einfach nur so von wegen, oh. Wobei, bin ich ja nicht sogar mit ihm zusammengestorben? Stimmt. Jetzt erinnere ich mich dran. Na gut, nicht tragisch. Wir sind jetzt hier eben im Dauerglück-Modus. Gehen wir nochmal runter hin, machen den Doggy kaputt. Es sei denn, es ist... mal sehen. Oh no, please not. Ist hier wieder einer? Das ist ein Rufsymbol, aber ein rotes. Das heißt, nee, ist rotes zum Duellieren. Lila ist Finstergeist und das gelbe ist ja zum Kumpel erholen, ne? Denke ich. Wir werden es sehen. Na, ich könnte einfach geradeaus gehen, ne? Hier gibt es ja eh keine Gegner. Die Kuttenmenschen oben können ja ruhig ihre Flammen werfen, dann speichern wir jetzt zumindest den Scheiß. Da meine ich ja. Der da vorne steht zwar auf, aber da kann mich ja was erreichen. Und meine Leiche ist ja eh unten. Also. Dann gehen wir nochmal runter und schauen, was wir als Belohnung bekommen, wenn wir den zweiten killen. Und ich hoffe, dass der andere tot bleibt. Wenn nicht, ist ein bisschen dreist. Aber an sich müsste er tot bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch rumsteht. Ja. Nur der eine, den schaffen wir mit 9 Estus. Nicht ganz so cocky sein. Kriegen eh genug Schaden von ihnen ab. Und dann haben wir es schon. Und dann erfreuen wir uns an weiteren Finstergeistern irgendwann, wa?
So, bevor du mich mampfen willst, A, kannst du vergessen, B, ich möchte erst meine Seelen wieder haben. Naja. Dies haben wir nicht anfangen anzugreifen. Mach den Gegenangriff. Ja, die Runde lief richtig gut. Ring der Gunst. Ach, ein Bonfire bekomme ich hier noch dafür. Ist ja mal sehr großzügig. Wo ich den ganzen Scheiß mit den Kuttenmönchen nicht mehr machen. So, wer bist du jetzt? Zuerst, Diakon McDonnell beten? Warum soll ich so einen Penner beten? Gerade ich, ne? Wahrscheinlich auch nur für einen Eid oder so. Aber warte mal ganz kurz. Wenn wir den schon hier haben, dann möchte ich gerne die ganzen Estes auch wieder haben. Okay. Haben wir das hier unten abgehakt. Und Freundschaftssymbol. Ja, die Dinger zu zweit zu töten ist definitiv einfacher, aber... Ach, war halt nicht unmöglich. Und wenn man sie natürlich beide triggert, naja, dann hat man gleich verschissen. Alleine gegen zwei, nein. Das schafft man, glaube ich, nicht. Vor allem nicht, wenn die KI generell so Arschloch ist und immer wieder schön nacheinander angreift. Dann, glaube ich, stirbt man sogar, ohne dass man einen Schaden zufügt. Aber gut, wir schauen uns heute die Brücke an, wo die ganzen Penner am letzten Mal waren und hoffen, dass einige davon tot geblieben sind. Die haben wir ordentlich aufgeräumt da oben. Nur eben nicht ganz. Gut über Nachdenken voraus. Ah, jetzt verstehe ich es auch mittlerweile, was sie meint mit gut über Nachdenken. Aber ich glaube, die Typen sind am Leben geblieben. Ich glaube, die sind jetzt nicht mehr so unique. Wobei doch. Wobei, den habe ich ja getötet, den da oben, der gerade schießt. Da bin ich mir recht sicher, dass ich den hier gegenüber von mir, der hinter der da. Naja, hinter dem Häuselitz da sitzt, den habe ich gekillt. Den habe ich nicht gekillt, das weiß ich. Den habe ich am Leben lassen. Weil ich der mir so kompliziert zu töten wäre. Den da oben müsste ich gekillt haben. Oder bin ich davon gelaufen? Nein, 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 die sind nicht tot. Da gehen wir einfach mal vorbei, habe ich keinen Bock auf die. Oh, stimmt, ich hab da von vorne war auch einer. Shit. Lass mich durch. Ja, danke du Noob, Alter. Ciao. Schieß er mich da runter, ey. Jetzt klebt so ein scheiß Pfeil in meinen Arsch. So, da sind wir wieder. Ich wollte nur mal sicherstellen, dass ich mehr Typen hinter mir habe. Na, die halt zu bekämpfen sind so blöd einfach nur. Oh ja, warte erstmal ganz schön ab, bis ich stehen bleibe, ne? Ja,
Hat er in mein Knie reingeschossen oder was? Muss ja. Na, nicht ganz ins Oberschenkel rein. So. Aua, nochmal in den Arsch. Hier ist vorhin Shortcuts. Ich möchte erstmal den Shortcut hier aktivieren, bevor ich irgendwas mache. So. Jetzt können wir nochmal mit den Typen uns unterhalten. Hat nämlich keine Lust, gegen 20 von ihnen zu kämpfen, während 12 weitere mich beschießen. Und ich am Endeffekt wieder gar nicht vorankomme hier. Wow, war das knapp. Interessant ist, ein paar von den Arschgängen sind, glaube ich, unten gelandet, ne? Ich weiß zwar nicht, wo du hier angekommen bist, mein Freund. Ah, du bist gefallen. 112%. Das ist völlig reichlich und natürlich, dass du fast mit Full HP, wohl gemerkt, nur hier rumeierst. Silberritter Helm, Silberritter Stulpen. Da sagt mir mal einer, ich habe kein Finderglück. Drachentöter Großbogen. Das ist den Bogen, den wir benutzen. Okay, da oben ist auch irgendwie ein Item. Ich habe aber null Ahnung, wie ich da rankomme. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, wie ich jetzt großartig weitermache. Ich meine, hier ist nichts. Da haben die sich verschanzt. Tschüss. Oh, der trifft er mich trotzdem. Was ein mieses Arschloch, ey. Und sein mieses Ego. Yay, altes Getreue kommen wieder. Auch noch hier. Spricht doch einer von Arschloch sein, ne? Da oben hängt er rum. Wo sollte er sonst sein? Hey, mein Freund! Tschüss! Asche bekommen. Geil. Wo geht's denn hier lang? Du siehst mich gar nicht. Wenn du kämpfen willst, lass hier hinkommen. Da kann ich übrigens keine behinderten Penner mehr treffen. Oder ist so ein mieses Arschloch, wartet einfach da oben. Nee, ich warte, dass du vom Bogenschützen getroffen wirst. Leider muss ich hochkommen. Oder ich muss auf einen Heimatknochen. Ich frag mich gerade folgendes. Sind das wirklich richtige Spieler oder ist das die KI, die die Steuerung von denen übernimmt? Wie beschränkt hältst du mich? Der ist bestimmt so doof und wartet nochmal darauf, dass ich ihn von oben slashen kann, nicht wahr? Ja, du hast ja einen kleinen Kumpel daneben an, ne? Oh. Noch einer. Weißt du was? Ich darf nicht. Mhm. Ich darf nicht, wenn Aldris getreu hier sind. Das ist ein richtiges Arschloch, weißt du? Hinter ihm ist ein Bogenschütze. Er weiß ganz genau, wenn ich hochkomme, sterbe ich. Nein. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Coole Sache, will ich auch gerne haben.
Du bist wirklich ein Kant, weißt du das? Das ist der andere, ja? Ja, schön zu zweit, weil es Spaß macht, zu zweit einen zu mobben. Weißt du was? Das gönne ich euch nicht. Tschüss. Da würde ich jetzt, da wird mein ganzer Fortschritt quasi gekillt von Idioten. Und vor allem eine Szene, die natürlich schwer ist, zu meistern ist. Ach ja, Dauerglutmodus. Aber wie gesagt, locker bleiben. Ganz locker bleiben. In den letzten Folgen sind wir relativ wenig gestorben, haben viele Erfolge gefeiert. Insofern ist es auch wohl auch mal in Ordnung, dass ich in diesem Part mal ein bisschen faile. Solange ich das gefailt habe. Und ich verstehe diese Finstergeister einfach nicht. Vor allem, weil so viele auf einmal auf mich zukommen. Und warum sie so Arschloch so zu mir sind. Oh nein, ich bekämpfe dich nicht eins gegen eins. Da könntest du ja gewinnen. Ich warte lieber, bis du hochkommst zu mir. Dass der Typ mit seinem fetten Bogen dich einfach dabei abschießt, wenn ich dich abschlachte. Ja, weil das fair ist. Jetzt haben wir eine Leiche bekommen. 60.000 Seelen sind... ein Level up mindestens. Mal gucken, ob die Finstergeister vielleicht mal allein gestorben sind. Problem ist, eine Leiche zu bekommen ist gar nicht mal so leicht. Liegt da unten irgendwo, ne? Das heißt, wir springen hier runter. Ah, da eine Treppe ist. So, dann gehen wir hier hoch, gucken mal, wo wir genau sind überhaupt. Das weiß ich gar nicht. Achso, hier bin ich einfach. Okay, dann darf ich fragen, Spiel. Wo geht's hier weiter? Ah, da geht's weiter. Und in die Verfolgung abgebrochen. Halleluja. Ich bekomme Glut. Dankeschön. Nicht voraus Geheimfahrt. Stille. Und ein Hinweis ist voraus. Das sieht aber sehr merkwürdig hier vorne aus. Was haben wir hier überhaupt? Ah, Alderich, ja? Oder Aldrich, wie heißt er? Ich kann hier aber gar nichts machen. Außer gucken, wie ein paar Leute von den Verfolgern, die abgeschlachtet werden. Oder hat das hier irgendwas mit den... Was ist denn hier, Gräber zu tun? Kann ich auf irgendeinen drauf treten, dann passiert irgendetwas. Ha! Okay. Leicht neblig da vorne. Mag mir nicht gefallen, was hier los ist. Traurigkeit voraus, aber Last erscheint treuer. Blechhelm. Der Nebel scheint dichter zu werden. Ich habe das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Was zum Teufel ist das hier? Ring voraus. Deshalb hätte ich nur Liebe. Gegenstand voraus. Tatsache, ist eine Truhe. Gar nicht gesehen. Umkehrring. Klingt ja sehr interessant. Gut versteckt.
Versucht Sturzangriff. Wovon spricht der da? Sackgasse voraus. Ja, weil auf der anderen Seite ja der Ring war. Wir machen im nächsten Part weiter, denke ich mal. Und dann gucken, was hier los ist. Bis gleich.